Because it's Friday, you ain't got no job, and you ain't got shit to do. Ist dein Stock noch da? Hm? Guck mal, ob dein Stock noch da ist. Noch da? Nein, mit. Ich bin schon spät losgegangen heute, um 5.20 Uhr oder so. Normalerweise bin ich um 5.20 Uhr schon am Strand. Oder manchmal fast am Strand, aber naja, bin spät losgegangen. Und dann geht los und stelle an der Straße fest, Moment, du kannst schlechter sehen als sonst. Eine Brille vergessen. Musste ich nochmal zurück. War der Hund nicht begeistert, kam aber freiwillig mit zurück. Da haben wir nochmal die Brille geholt. Und jetzt sind wir hier am Strand. Aber heute wird kein Sonnenaufgang zu sehen sein. Weil, wie wir sehen, sehen wir nichts. Ja, es bewölkt. Ich habe gerade einen kurzen Livestream gemacht auf Facebook auf unserer Uso-Magazin-Seite und ja, weil mir der Gedanke kam, ich mache jetzt hier Uso-Magazin-Frühstücksfernsehen. Eigentlich wollte ich ein Bild posten oder ein kurzes Video einfach nur aufnehmen und sagen, dass es heute keinen Livestream geben wird, weil die Sonne nicht da ist, kein Sonnenaufgang zu sehen ist, die Ostsee so ruhig ist und das ja dann nicht so spannend ist. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen. Und dann fiel mir ein, Uso-Magazin Frühstücksfernsehen oder Morning Show oder wie auch immer man das nennt oder wie Fernseh- und Radiosender das nennen. Habe ich das ganz kurz gemacht im Livestream. Ging auch irgendwie schneller. Allerdings hatte ich kein Mikrofon heute bei. Hab sowieso nur das Handy bei. Ich habe keinen Bock gehabt, heute die 7D mitzuschleppen. Und ja, deswegen auch dieses Vlog in der Form heute. Hier, das Teil hier, das habe ich vor ein paar Wochen das erste Mal hier entdeckt. Das war hier vorher nicht im Wasser. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Steht auch nichts dran, hier ist kein Schild oder sonst was. Und es sieht auch schon so, weiß ich nicht. Okay, jetzt blubbert da irgendwas. Das war vorher sonst auch nicht so, glaube ich. Also ist mir nie auf. Oh, das Wasser ist aber kalt. Naja. Also sind so ein paar Stangen hier vorne, wie ihr seht, da war mal so Absperrband drum, das sieht schon total zerfleddert aus, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und da hinten ist diese Tonne, die auch komischerweise da blubbert am Rand heute. Und oben kommt Wasser rausgeschwappt. Ja, ich könnte mir vorstellen, das ist irgendwie eine Messstation oder sonst was, aber ich frage mich, warum dann kein Schild dran ist. Und ich habe das, wie gesagt, vor ein paar Wochen das erste Mal entdeckt. Und ich glaube, ich wollte nur irgendwo ein Bild posten und fragen, was es ist, aber ich habe es nicht gemacht. Ist nur so. Also wäre natürlich wunderlich, wenn das von euch jemand weiß, was es ist. Aber hier schauen ja auch, glaube ich, ein paar zu, die auf der Insel hier leben und wohnen. Und vielleicht wissen die was. Da kommt so ein bisschen die Sonne durch. So, dank dem Wetter, also ich nehme an, das wird das Wetter sein, bin ich heute wirklich ganz alleine am Strand. Ich habe noch keinen einzigen anderen Menschen gesehen. Das war ein komischer Satz gerade. Zumindest kam mir komisch vor. Ja, ist lustig, ist wirklich noch kein anderer hier gewesen. Die letzten Tage war es morgens sogar mal ein, zwei Leute mehr, also schon auffällig mehr, weil ich gesagt habe, okay,
Der Sonnenaufgang wird später und deswegen sind wieder mehr Leute unterwegs, aber heute ist halt niemand da. Aber immerhin hast du einen neuen coolen Stock gefunden. Nee, aus. Packen wir jetzt hier wieder hin. Morgen kannst du die wieder holen. Packen wir den dann hin. So, so wird er nicht gleich gesehen. Ne? Super. Los, ab nach Hause. Du hast mir ganz schön eine Schrampe verpasst, Cookie. Oh, wem ist eigentlich dieser Belag hier eingefallen und warum? Er tut so weh an den Füßen, wenn man hier lang geht. Oder was heißt weh? Das ist auf jeden Fall unangenehm. Vergessen und liegen lassen. Auf dem Müll, auf dem Schrott. Was ist das denn überhaupt? Sieht aus wie Klobürste. Ach, und die Bildstabilisierung ist natürlich beim iPhone ein bisschen besser als bei der 7D. Dafür ist die 7D halt einfach auch schon ein bisschen alt.